Good morning Deutschland, heute wieder das gleiche Spiel, wir holen den Reza ab und dann geht's, Reza geht pokern und ich schaue mir mit Tobi das Deutschlandspiel an. Check the VIN real quick just to make sure it's the right car. Can you just put your hands on the wheel while I'm up there? I appreciate it. Thank you. Habe eben noch auf dem Weg zum Hofbräuhaus überlegt, was ich so erzählen könnte, denn ich habe meinen Vlog gestern aufgehört, habe gestern alles gesagt, was zu sagen war. Ja, was ist? Zack, hält mich die Polizei an. Gibt's wieder Neuigkeiten. Die Registration bei der Karre ist irgendwie abgelaufen und deswegen hat mich die Polizei angehalten. Da musste ich denen jetzt erklären, dass das Auto ein Mietfahrzeug ist und ich da nichts mit am Hut habe. Glücklicherweise war das ein richtig netter Polizist. Der meinte am Ende noch viel Spaß bei dem Spiel und hoffentlich gewinnt ihr und bla bla bla. Cooler Typ. Reza ist im Aria zocken. Und ich treffe mich jetzt wieder mit Tobi und vielleicht noch ein paar Leuten im Hofbräuhaus. Wir sind hier in Paris mittlerweile. Guten Abend. Mittlerweile haben wir schon 9 Uhr. Das Spiel haben wir heute noch geguckt mit Tobi und Easy und ein paar anderen Leuten, ein paar Freunden von Easy. 0-0, ne, war ein langweiliges Spiel irgendwie. Bin jetzt auf dem Weg zum Planet Hollywood. Der Reza wird spielen. Ich werde meinen Vlog schneiden. Ganz vorbildlich, damit ihr so schnell wie möglich den nächsten Vlog habt. Geschnitten, aber noch nicht rausgerendert und auch noch nicht hochgeladen. Da werde ich mich später drum kümmern. Der Reza war gerade an meinem Tisch und wir hatten ein paar Viewer getroffen gehabt im Hofbräuhaus und er meinte, einer von denen ist jetzt am Final Table. Ich versuche den Kerl noch zu erwischen. Ship it! Die Cashcam-Tische sind hier unten, aber die Turniere, die finden hier oben statt. Das zeige ich euch jetzt. Cashcam spielen. Ship it. Session im Planet Hollywood mit einem Minus von $200 beendet. Das ist die erste Losing Session seit. Warte mal, ich muss zählen. Also wir hatten 9 Winning Sessions hintereinander und das ist jetzt die 10. Session gewesen und die haben wir verloren. $200 down. Wir sind jetzt auf unserem Weg zum Aria und hoffentlich holen wir die Kohle dort wieder rein. Thomas ist in dem Turnier 5. ist er geworden. Hat aber $3000 gecashed. Starke Leistung, Thomas. Direkt neben dem Pokerroom hat der neue Burgerladen aufgemacht. Und ihr wisst ja, Burger und ich muss den auf jeden Fall probieren jetzt. Es geht ab. Es geht ab, Bro. Schon am Chillen.
super entspannter Tag heute bei mir zu Hause. Wir waren heute bei mir am Pool. Die haben endlich Wasser eingefüllt und wer mir bei Snapchat folgt, der weiß das natürlich. Ressa hat Bier besorgt und wir haben da rumgechillt. Wir waren eigentlich den ganzen Mittag da. Waren eben noch bei El Polo Loco Mittagessen und jetzt sind wir im Aria, um Cash Game zu spielen. Ich treffe hier gleich den Manuel noch, der ist schon im Aria grinden. Das ist der MNL 1337. Der müsste mittlerweile hier sein und habe keine Ahnung, wie der aussieht. Ich hoffe, dass er auf mich zugeht, weil, wie gesagt, er hätte mal irgendwie so eine rote Hose oder so im Mund tragen sollen, damit ich weiß, wer das ist. Wie bei so einem Blind Date. Wir haben uns von einer halben Stunde ungefähr auf die Liste setzen lassen. Es sind 28 Leute auf der Warteliste und wir sind, glaube ich, irgendwie so auf Platz 14 oder sowas. Die WSOP-Zeit ist zwar die beste Zeit, aber Wartezeiten killen. A few moments later. Was bei dir? Unlucky, good hand. How about you? Hey, have a great time in your sky room. That's a great hand. That's a great hand. That's a great hand. Please. Can I ask you to blow me out on that hand or do you have that hand? I had a queens. Was it good? Yeah. Good fold. We have 11. 11:50. Anything else for you? Thank you. Thank you. Enjoy the rest of your day. Session im Aria nun beendet mit, also ich habe $1,150 ausgecashed, bin für 200 drin gewesen. Ich bin wieder zu müde. Im letzten Block habe ich mich übrigens verrechnet. Da war ich einmal $180 plus und $175. Das waren dann also $355. Ich habe, glaube ich, 325 gesagt. Zu müde. Ressa hat auch fett plus gemacht. Heute war ein sehr guter Tag. Wir haben uns komplett an meinen Las Vegas Local Plan gehalten und es ist auf jeden Fall auch aufgegangen. Jetzt geht's für uns ins Bett. Wir haben 4 Uhr. Was haben wir? 4 Uhr jetzt? Ja. Leute, es wird Zeit für noch so ein Q&A, also wo ihr mir Fragen stellen könnt und ich beantworte euch die. Stellt die Fragen alle bei Pokermarket. Geht auf meine Seite bei Pokermarket und ballert die Seite zu mit Fragen, die ihr an mich habt. Und ich werde euch die alle dann im nächsten Vlog beantworten. Ja, an dieser Stelle dann vielen Dank fürs Teilen, Liken und Kommentieren. Peace. Hat einer voll im Aufzug gekotzt. Hello, somebody kotzt in der Aufzug. Ey, es gibt immer wieder dir auf Fahrstuhl. Ja. Scheiße, wir kommen hier nicht mehr weg. Ey, Scheiße. If you like this video, please share this video, leave a comment below and hit the thumbs up button. Also check out Mr. Dawson on pokermarket.com. Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, digital V in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, ways to see the